Hallo und herzlich willkommen. Hier dreht sich alles um das Thema Online-Weiterbildung zum Social Media Marketing Manager. Diese Weiterbildung kannst du bei uns online machen. Und das Beste daran, das Ganze wird in der Regel auch noch übernommen. Also die Kosten werden übernommen von der Agentur für Arbeit mit Hilfe des Bildungsgutscheins. Und nun ist es aber tatsächlich leider oftmals auch so, dass die Kosten nicht übernommen werden. Und dazu habe ich mir natürlich etwas überlegt und habe jemanden eingeladen. Es geht los. Marco, magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Marco Rabe. Bin Steuerberater aus dem im schönen Sauerland, aus Halfa in der Nähe von Lünscheid, für die gerne wissen wollen, wo das ist. Das ist auch in der Nähe von Dortmund, wo wir auch eine kleine Dependance haben. Und ich habe die Einladung bekommen und dachte, vielleicht kann ich euch ein bisschen helfen. Sehr schön, vielen Dank. Ja, denn ich bin in der Bildungsberatung tatsächlich ziemlich oft auf dieses Thema gestoßen. Wie sieht denn das aus? Kann ich vielleicht die Kosten der Weiterbildung bei der Steuer geltend machen und so weiter und so fort? Und ich weiß schon so ein bisschen was, aber ich bin halt kein Profi darin. Und da habe ich mir gedacht, ich hole mir da einfach einen absoluten Experten. Und deswegen habe ich ein paar Fragen vorbereitet, die Marco heute beantworten wird. Und ich hoffe, dass euch das helfen wird. Und genau. Also Marco, wie sieht es denn aus? Wie können Privatpersonen, die eine Weiterbildung machen wollen, die Kosten von der Steuer absetzen? Also ist das erstmal prinzipiell möglich? Und für wen trifft das zu? Also selbstständige Angestellte, können die das quasi alle machen? Wie sieht's aus? Also Privatpersonen, insbesondere wenn wir über Selbstständige sprechen, sprechen wir dann nicht mehr über die Privatperson, sondern über das Unternehmen. Also wir haben die Selbstständigen, die wir unterscheiden müssen, die Angestellten und gegebenenfalls ja vielleicht auch noch Leute, die sich einfach gerade neu orientieren, die nicht unbedingt in irgendwelchen Arbeitsamt-Fördermaßnahmen stecken und vielleicht auch noch relativ junge Leute, die einfach sagen, ja, ich bin gerade auf der Suche nach meiner zukünftigen Verwirklichung. Und ja, alle können diese Ausbildungskosten, Fortbildungskosten, heute spricht man eigentlich sogar nur noch von Bildungskosten, geltend machen. Der Selbstständige kann das immer als Betriebsausgabe geltend machen, denn er wird das ja immer im Rahmen seines Unternehmens, wird er sich ja fortbilden. Insbesondere im Social-Media-Bereich wird er dann sagen, ja, ich muss halt dort aktiver sein, also bilde ich mich fort, also es ist, mein Unternehmen später zu repräsentieren. Also sind es für ihn immer Betriebsausgaben. Der Angestellte hätte das tatsächlich immer auch als Werbungskosten, die könnte er das abziehen. Und der Arbeitslose, Arbeitssuchende, sich Orientierende, da kommt es dann drauf an, die Lieblingsantwort der Steuerberater übrigens, ob es jetzt ein junger Mensch ist, der gerade aus der Schule kommt und sagt, ich möchte mich jetzt erstmalig einer Berufsausbildung oder einer Fortbildung widmen, oder ob er tatsächlich schon eine Berufsausbildung hinter sich hat. Denn wir unterscheiden für Privatpersonen zwischen dem Ansatz als Sonderausgabe und dem Ansatz als Werbungskosten letztlich. Aber Fakt ist, absetzen können es immer alle. Okay, sehr gut. Also, ne, ihr merkt schon, das Thema ist gar nicht so easy, also jedenfalls nicht in meinen Ohren. Deswegen bin ich echt dankbar, dass Marco da so ein paar Fragen beantwortet. Welche Kosten können denn genau abgesetzt werden? Also kann man jetzt wirklich die 100% der Kosten erstattet bekommen oder sind es nur Teile, die man erstattet bekommt? Und falls ja, also wenn es nur ein bestimmter Teil übernommen wird, woran wird denn das festgemacht? Also erzähl mal da ein bisschen. Also erstattet wird erstmal gar nichts, sondern wir sprechen im Steuerrecht immer von Einnahmen, Ausgaben und dann kommt man zu Einkünften, wenn man die zusammen, und dann kommt man irgendwann zu einem zu versteuernden Einkommen. Das heißt, diese Kosten können immer nur mit dem persönlichen Steuersatz kann die Steuer gemindert werden. Also es ist immer nur eine Steuerminderung und deswegen keine Erstattung, die diese Kosten verursachen. Denn wir haben das in Deutschland das Nettoprinzip, wenn ich Einnahmen versteuern kann ich die Ausgaben, die ich vorher getätigt habe, um diese Einnahmen zu erzielen, von diesen Einnahmen wieder abziehen. Und das ist dann hinterher der zu versteuernde Betrag.
Also deswegen gibt es keine Erstattung vom Finanzamt der Kosten, sondern immer nur eine geringere Steuerlast, die ich am Ende zu tragen habe. Welche Kosten das sind? Das sind im Prinzip alle, die ich aufwenden muss, um diese Fortbildung zu tätigen. Ob es Reisekosten sind, ob es die Lehrgangsgebühren sind, die Arbeitsmittel, die ich brauche. Also wenn ich mir dafür zum Beispiel jetzt ein iPad kaufen müsste, dann oder ein Notebook, dann kann man einfach sagen, so, es ist in dem Fall jetzt eben anteilig absetzbar, weil ein Notebook jetzt als Beispiel mal 3 Jahre nutzbar ist und diese Fortbildung geht jetzt nur über 1 Jahr, dann könnte ich 1/3 dieses Notebooks gegebenenfalls einfach nur mit absetzen als Kosten. Fahrtkosten, es sind dort keine Grenzen gesetzt. Also alles, was ich benötige, um diese Fortbildung durchzuführen, kann ich auch am Ende auch absetzen. Und das ist dann natürlich immer wieder eine Einzelfallentscheidung. Was davon ist jetzt wirklich notwendig und was nicht? Genau. Da gibt es dann nämlich auch diesen Punkt, so eine Weiterbildung muss ja irgendwo auch beruflich bedingt anerkannt sein, ne? Um die dann halt irgendwie auch absetzen zu können. Wie kann ich denn sicherstellen, dass die Weiterbildung, die ich mir ausgesucht habe, dann auch als beruflich bedingt anerkannt wird? Also früher war das tatsächlich schwieriger. Früher hat man unterschieden zwischen einer Fortbildung im jetzigen Angestelltenverhältnis oder in meinem jetzigen Beruf und einer Fortbildung in einem nicht ausgeübten Beruf. Und da hat man dann wieder zum Beispiel entschieden, dass ob es Sonderausgaben sind oder Werbungskosten. Denn bei den Sonderausgaben haben wir eben die Besonderheit nochmal, dass die auf 6.000 Euro begrenzt sind. Da gibt es eine Fallbeil und danach ist das nicht mehr weiter abziehbar. Bei den Werbungskosten immer voll abziehbar. Und diese berufsbedingte Maßgabe, die haben wir eigentlich im Bereich der Werbungskosten nun immer. Denn ich muss nachweisen können, natürlich, als Steuerpflichtiger bin ich verpflichtet, es nachzuweisen. Es kann also nicht, ich kann nicht einfach behaupten, dass ich mich fortbilde und, ne, also ich müsste es im Zweifel nachweisen, dass ich es zumindest geplant habe, gegebenenfalls auch einen anderen Beruf in Zukunft auszuüben. Aber das sind, als Nachweis, was bekomme ich von euch, bekäme ich jetzt einen Lehrgangsnachweis zum Beispiel. Den müsste ich natürlich haben und ich müsste die Zahlungsnachweise führen. Und im Zweifel stelle ich ja meine gesamten Ausbildungskosten zusammen, würde die einreichen, beziehungsweise erstmal eintragen. Wir haben in Deutschland nur noch die Belegvorhaltepflicht. Wir müssen die Belege nicht direkt einreichen beim Finanzamt. Und wenn das Finanzamt danach fragt, muss ich es Ihnen natürlich darlegen können, wie ich es ermittelt habe. Verstehe. Okidoki. Genau, also ich habe mich halt auch gefragt, gibt es da halt wirklich so bestimmte Höchstgrenzen? Das hast du ja jetzt gerade schon so kurz angesprochen, ne? Irgendwie mit diesen 6.000 oder Beschränkungen. Oder ja, spielt das jetzt erstmal keine große Rolle? Also kann ich mir jetzt quasi eine Weiterbildung, also wir können ja mal so ein Beispiel durchspielen. Ich bin irgendwie im Einzelhandel tätig, möchte natürlich auch nicht arbeitslos sein, habe aber jetzt vor, mich umzuorientieren und schaue mir jetzt Weiterbildungen zum Beispiel im Social-Media-Marketing-Bereich an, so wie das halt bei uns auch abläuft. Ist das jetzt quasi egal, ob ich jetzt eine Weiterbildung für 5.000 mir aussuche oder eine für 20.000? Dann könnte ich ja quasi direkt auch, also wenn ich natürlich erstmal das Geld auch zur Verfügung habe, das sind natürlich Grundvoraussetzungen, aber schauen die da halt irgendwie, okay, warum ist das jetzt so teuer oder wie läuft das dann? Nein, also grundsätzlich gibt es da keine Begrenzung in dem Bereich, wenn du tatsächlich Angestellte bist und wir nicht mehr über eine Erstausbildung sprechen. Dann gibt es keine Begrenzung in der Höhe, denn du würdest dich ja dann bemühen, entweder deinen Job besser ausüben zu können oder einen anderen Job zu finden. Das ist eine Weiterbildung mit der Aussicht auf Einnahmen, ja, auf künftige berufliche Einnahmen. Wenn es eine Erstausbildung ist, und das ist nicht daran gebunden, dass es eine Berufsausbildung sein muss, aber wir kennen ja alle die Diskussion, ob die Erstausbildung, gerade bei Studenten, die jetzt nicht unbedingt nebenher arbeiten, ob die diese Studienkosten nicht als vorweggenommene Werbungskosten in die Folgejahre vortragen können. Und das ist ja eine große Diskussion in Deutschland gewesen. Mittlerweile gibt es gesetzliche Regelungen. Vorher wurde das von Gerichten vor die Gerichte getragen, weil die Studenten natürlich gerne diese Werbungskosten für ihren späteren Beruf nutzen wollten. Und das funktioniert halt mit der Erstausbildung in Deutschland nicht. Ab der Zweitausbildung ist alles Werbungskosten. Und damit haben wir immer die Möglichkeit, das auch in voller Höhe vorzutragen. Selbst wenn man in einer Zweitausbildung nicht nebenher arbeitet, kann man diese Kosten in voller Höhe in der Steuererklärung geltend machen. Dann bekommt man einen Verlustvortrag und den kann man in den Folgejahren nutzen.
Ist es eine Berufserstausbildung, dann gibt es nur diesen Sonderausgabenabzug und der ist auf 6.000 Euro in der Erstausbildung begrenzt. Und dort gäbe es auch prinzipiell keinen Verlustvortrag. Selbst wenn ich null Einkünfte hätte, könnte ich auch diese 6.000 nicht vortragen, denn Sonderausgaben sind bei null, kann man bis null abziehen und danach ist Schluss. Okay, verstehe. Cool. Und ich stelle mir das ja jetzt schon auch so ein bisschen kompliziert vor. Also ich sowieso, wie gesagt, alleine machen kann ich sowas sowieso nicht. Aber wie wäre denn jetzt quasi der Prozess? Also wie reiche ich denn das jetzt ein? Brauche ich da irgendwelche Formulare nochmal? Also ich glaube, diesen Nachweis halt von der Weiterbildung. Aber also ich müsste quasi erstmal die Weiterbildung machen, die Weiterbildung bezahlen. Da brauche ich wahrscheinlich eine Rechnung und das kommt dann alles zum Finanzamt? Oder wie kann ich mir das, diesen Prozess einfach dahinter vorstellen? Ja, also im Prinzip ist das völlig einfach. Man trägt nur eine Zahl in die Steuererklärung ein. Das sind die Weiterbildungskosten. Ja, aber man muss es selbst ermitteln und diese Zusammenstellung muss man aufbewahren mit den entsprechenden Belegen. Ich muss Zahlungsnachweise führen und ich muss Belegnachweise führen. Und sollte das Finanzamt mir eben eine Fortbildung nicht direkt glauben, sondern sie möchten die Belege dazu sehen, muss ich sie nachreichen. Das würde angefordert, man kann es auch direkt mit einreichen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, haben wir eine Belegvorhaltepflicht mittlerweile nur noch, weil die Finanzämter auch nicht mit Belegen überflutet werden möchten, weil sie sich auch viele Dinge einfach nicht mehr ansehen und eben stichprobenartig nur noch prüfen. Und deswegen Belegvorhaltepflicht, ich muss meine Daten zu Hause haben und dann eine Zahl in die Steuererklärung eintragen. Ja, aber die Ermittlungen natürlich, ich muss zusammenstellen, ich muss sagen, das habe ich für den Lehrgang bezahlt, so oft bin ich da hingefahren, da habe ich vielleicht eine Wohnung gehabt, die ersten 3 Monate könnte man vielleicht einen Verpflegungsmehraufwand geltend machen. Also es gibt natürlich viele, viele Positionen, die vielleicht auch nicht jeder unbedingt von vornherein kennt. Und da ist es ja aber dann schon tatsächlich eher praktischer, wenn man da sich jemanden an die Seite holt, ne? Einen Experten, Steuerberater, wie auch immer, also weil... Ja, alleine, wie gesagt, vielleicht setzt man dann wirklich nur einen Teil ab oder man hätte viel mehr Chancen gehabt. Also, oder was sagst du? Sollte man sich wirklich einen Experten dazu holen oder macht man es einfach per App, so wie das halt heute auch viele Leute machen? Wie sind da deine Einschätzungen? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Ja, ich glaube, du kennst die Antwort nicht ganz, weil natürlich kann man das auch wieder nicht pauschal sagen. Ja, der eine oder andere sagt, das kriege ich alles hin. Es gibt ganz viele Programme, die ich persönlich nicht unbedingt beurteilen kann, weil ich damit nicht arbeite. Aber ich kriege ja auch die ganzen Werbespams in den Social-Media-Kanälen, dass es natürlich diese ganzen Programme alle gibt und die werden auch Informationen dazu rausgeben. Da wird dir das wahrscheinlich alles vorgegeben, was du sagen. Also es ist immer möglich, es natürlich alleine zu machen. Also ich würde nie behaupten, ihr müsst alle zu mir kommen damit wir das machen. Aber natürlich... Wenn ich mir nicht sicher bin, wen kann ich denn dann fragen? Also habe ich noch Anlaufstellen, gegebenenfalls beim Steuerberater oder beim Lohnsteuerhilfeverein. Natürlich gibt es immer Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Wer sich's alleine zutraut, kann es machen. Ich will da nicht pauschal sagen, ihr müsst alle zu uns kommen, wir wissen da mehr. Weil die Informationen gibt es natürlich heutzutage, aber wir sind natürlich bereit, gerne zu helfen, sagen wir es so. Ja, also ich so als Privatperson glaube ich auch, dass man das eventuell alleine hinbekommt, aber zum Beispiel bei mir war das auch so, als ich mein Kleingewerbe angemeldet hatte, damals um Social Media nebenbei zu machen, dann konnte ich auf einmal gar nicht mehr zu so einem Lohnsteuerverein, die waren dann nicht mehr für mich zuständig, weil ich irgendwie ein Kleingewerbe hatte und dann wurde die Sache irgendwie kompliziert und da war ich dann halt froh, dass ich mir wirklich auch einen Experten an der Seite hatte, also wenn ihr wirklich selbstständig seid oder euch ein Kleingewerbe oder sowas habt, dann holt euch einfach wirklich jemanden mit dazu, auch unabhängig davon, ob es jetzt wirklich nur von um die Weiterbildungskosten oder geht. Aber wenn ihr euch selbstständig machen wollt, dann macht das nicht alleine, weil es gibt viele Leute, die sich gut damit auskennen und genau. Aber in dem Fall möchte ich, da kann man ja vielleicht noch eine Kleinigkeit zu sagen, weil das ist ja nochmal ein besonderer Fall, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Wenn du im Prinzip in einem Angestelltenverhältnis bist und jetzt für dich entscheidest, du möchtest gerne selbstständig sein hinterher, dann sind das ja, da müsste man jetzt schon wieder überlegen, sind denn diese Fortbildungskosten eventuell vorweggenommene Betriebsausgaben schon für das neue Unternehmen oder sind das tatsächlich noch Werbungskosten im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses? Auch das sind natürlich dann eben Punkte,
da macht es dann tatsächlich auch Sinn, gerade was auch eine Gründung eines Unternehmens angeht, vielleicht sich zumindest eine Gründungsberatung oder eine steuerliche Beratung für diese Dinge dann eben dazu zu holen. Sehe ich das schon als notwendiger an, als wenn ich wirklich in einem Angestelltenverhältnis bin und vielleicht mit den entsprechenden Steuerprogrammen das auch die Jahre davor immer hinbekommen habe und das kenne, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass so viele Informationen in diesem Programm stecken, dass die einem auch die Fortbildungskosten erklären. Ja. Ich glaube, das war auch so ein bisschen mein Pain. Ne? Ich dachte halt auch, es wäre irgendwie einfach. Aber als ich dann wirklich mein Kleingewerbe irgendwie nebenbei noch gemacht habe, wurde es dann schon etwas komplizierter. Ja, natürlich. Also, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast wirklich Licht ins Dunkle gebracht. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema habt, schreibt sie uns super gerne. Ihr könnt es einmal hier in die Kommentare machen. Ihr könnt Kontakt zu uns aufnehmen. Wenn du zum Beispiel halt wirklich sagst, ich bin angestellt oder ich bin selbstständig, möchte wirklich zum absoluten Profi werden, alles was das Thema Marketing, Strategie angeht, Content-Erstellung, professionelles Werbeanzeigen schalten, all diese Dinge lernst du bei uns in der Weiterbildung und egal wofür du das dann auch später nutzt, ob du in Angestelltenverhältnis gehst, als Social Media Marketing Manager oder ob du vielleicht dein eigenes Ding machst, spielt keine Rolle. Bei uns bekommst du alles an Wissen, was du dafür benötigst und wie du ja jetzt heute auch gehört hast, du kannst die Kosten bei deiner Steuererklärung geltend machen und das ist echt ein toller Punkt, den wir hier haben. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses super nette Gespräch und ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch bei uns. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns bestimmt bald wieder. Ich danke auch. Tschüss.